Hallo und willkommen hier zum vierten Matchtag 17-18 Mappen-Update und auf die heutige Episode freue ich mich schon sowas von drauf, weil wir heute die ganzen Powerkarten, die Matchmaker-Karten etc. reinsortieren, das heißt die 301 bis zur 400. Gonzalo Castro Routinier ist die 400 und wir starten gleich mal. Die ersten drei Mappen-Updates habe ich ja schon rausgehauen gehabt, könnt ihr euch alle nochmal gönnen, da haben wir halt die ganzen Vereine einsortiert und damit geht es jetzt auch noch ein bisschen weiter, nämlich noch mit Stuttgart, Akolo. Ja, mit Stuttgart sind wir ja gleich durch, danach gibt es nur noch Wolfsburg und dann schon die Matchwinner-Karten. Au, 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 Leute, da bin ich heiß drauf. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube, ich habe nicht alle Matchwinner-Karten. Auch wenn es so aussieht, ne? Aber ich glaube, da fehlen ein paar vereinzelt. Bregalo alleine schon die Club 100-Karten. Na, geh rein hier. Bregalo, Mensch. Julian Green. Ginzek und T-Rodde. So, VfB Stuttgart somit auch komplett. Dann VfB Wolfsburg. Der letzte Bundesliga-Club hier. Castells. Ich finde es auch gut, dass sie die zweite Bundesliga rausgelassen haben. John Anthony Books, weil die zwei Karten haben sich einfach nie so wirklich gelohnt in meinen Augen. Bruma. Knoche und Paul Berg. Dann Camacho, Guyavogi und Basoer. Somit die erste Seite von VfB Wolfsburg komplett, wenn jetzt noch 9 Karten da sind. Ja, ich habe alle. Perfekt. Domatico, Vieirinha, Yannick Gerhardt, Yunus Mali, Maximilian Arnold, beziehungsweise wie Ben Masterful sagen würde, Maximilian Arnolo. Aber das war wirklich eine Serie, da kannte man Maximilian Arnold noch nicht so. Da muss ich Ben Masterful jetzt mal in Schutz nehmen, ja? Ja. Maximilian Arnolo. Da war das D halt echt nicht so zu erkennen als ein D, sondern man hat wirklich ein O erkannt. Und Maximilian Arnold kannte man nicht so wirklich. Und deswegen, ja, kann ich verstehen, wieso Ben Arnolo rausgehauen hat. Mario Gomez, ich glaube, das war vor 3 Jahren oder so. Und da war Arnold noch nicht so ein Arnold, wie er jetzt ist, in meinen Augen. So, auf jeden Fall VfL Wolfsburg hier auch komplett. Und dann machen wir weiter mit den Matchwinner-Karten. Welche ist denn die erste? Da schaue ich mal ganz kurz. Und wir können dann einfach hier gucken. 24, also passt das. Da habe ich nämlich die 25. Das ist Martin Hinteregger von Augsburg. Von jedem Club gibt es ja 3 Matchwinner-Karten. Und von Augsburg habe ich hier alle. Kuh und auch Marcel Heller. Und die Matchwinner-Karten sehen einfach sowas von nice aus. Mit dem lilanen Effekt im Hintergrund ist es schon nice. Dann die Berliner. Habe ich auch alle 3 Matchwinner-Karten. Pekarik, Darida und Davy Selke. Bremen auch alle. Habe ich jetzt echt hier alle irgendwie? Sané, Selassie und Delaney? Es wäre überragend, aber ich glaube nicht. Alleine schon, ja. Von Dortmund fehlt mir nämlich Club 100. Aubameyang, Aubameyang. Irma Toprak habe ich aber am Start. Und auch den Portugiesen Guerreiro. Und hier fehlt dann leider Club 100 Aubameyang. So, 36, 37 Lukas Radetzky von der Eintracht. Und die 38 fehlt mir auch. Branimir Hürgotta habe ich jetzt aber am Start wieder. Das heißt, mir fehlt hier also die 39 von Frankfurt, das, ne, 38, Gacinovic Matchwinner, fehlt mir von Freiburg auch einer, 40, das ist Marc-Oliver Kempf, 41 ist Yannick Haberer und die 42 fehlt mir hier leider und das ist Mike Franz, Matchwinner fehlt mir hier auch. Und von Hamburg, jetzt geht's aber los hier. Von Hamburg fehlt mir auch einer. 42, 43 hier oben also. Mavrai und Kostic 44, das heißt die 45. Vom Hamburger Sportverein. Luis Holtby, Matchwinner fehlt mir. Ne, doch nicht, hier ist er. Hier ist er doch, Luis Holtby, ich habe falsch sortiert. Hier ist der Luis Holtby Fail. Luis Holtby, das heißt,
doch kein Luis Holtby, der mir fehlt im Album, sondern ja, von Gladbach anscheinend ein paar. Ja, Gladbach habe ich nur Thorgan Hazard hier. Herr Gladbach kommt jetzt aber noch gar nicht. Ich habe falsch sortiert hier. Ey, was ist denn jetzt hier los? Jetzt kommt erst Hannover. Ey, was ist das für ein Fail? Ostrolek mit der 46 habe ich hier am Start. Dann die 48 Karaman und die 47 fehlt mir also. Oder ich gucke lieber nochmal durch. Habe ich hier die 47 irgendwie noch? Nee, anscheinend nicht. Nö. Also die 47 von Hannover fehlt mir wirklich. Und das heißt, ich kann euch sagen, welche Karte das ist. Felix Klaus. Felix Klaus, Matchwinner, fehlt mir hier. Dann haben wir die Hoffenheimer. 49 habe ich, Kevin Vogt. Und auch die 51, das heißt die 350 fehlt mir. Kramaric hier am Start. Und die 50 wieder mal nachgucken. Das ist Kerem Demirbay, der mir fehlt. Von den Kölnern habe ich alle drei, sogar die Club 100-Karte. Was natürlich richtig nice ist. Dominik 1. Und auch Milos Jojic. Leipzig leider nicht. Da fehlt mir Keita als Club 100-Karte, der Frechdachs. Nabi Keita, aber Willi Orban habe ich und Marcel Sabitzer. Und schaut euch an die Matchwinner-Karten. 90, 91 und Club 100. Also Leipzig stark dabei in der Serie. Wendell 57, 58. 59 Bender und auch die 360 fehlt mir. Ich hab's gewusst, weil Matchwinner-Karten hat man nie gleich voll. Da fehlen immer irgendwie ein paar. Kevin Volland fehlt mir da. Kevin Volland fehlt mir hier. Dann Mainz. 60, 61. Dani Lazza. Pablo de Blasus 63. Und die 62 Mainz ist Viktor Fischer, Matchwinner, der mir auch fehlt. Aber von den Gladbachern habe ich zum Glück alle. Janschke, Johnson und Thorgan Hazard. Und irgendwie hat sich hier Hazard doppelt mit eingemischt hier. Die Doppelten habe ich eigentlich gleich alle raussortiert gehabt. Aber naja, was soll man machen? Feder sind menschlich. Und die 67, die 367 von den Bayern. Mats Hummels, Club 100, ist ja klar, der fehlt mir hier. Mats Hummels, Club 100 fehlt mir, ich habe aber Kimmich am Start. Und auch Robert Lewandowski, 101, 101. Sehr geil. So, dann die Schalker, wo ich auch nur zwei am Start habe, die 70. Das ist Bentaleb und die 71 Embolo. Und somit fehlt mir die 72 und das ist Burgstaller. Guido Burgstaller, Stuttgart, Baumgartl, Daniel Ginzek und Simon Terodde. Und der letzte Club, das ist VfL Wolfsburg mit John Anthony Brooks. Den habe ich so oft gezogen, ich glaube den habe ich 3-4 Mal oder so. Camacho, neuer Transfer von den Wölfen. Und auch Daniel Didavi am Start. Und das waren alle Matchwinner-Karten und die Club 100-Karten von der aktuellen Serie. Jetzt natürlich noch die letzten Karten bis zur 400. Und hier kommen jetzt die, gibt es neun, ja, ne? Neun Club 100, 10. Kollektionskarten. Einmal Franck Ribéry, 101, 101, die 379. Passt das? Das passt. Sehr geil, ey. Die Karten sind sowas von nice. Die Legenden, also die 10 Jahres Club 100 Karten hier. Mario Gomez mit der 380. Dann Basti Fantasti mit der 381. Also ich glaube, von den Karten habe ich sogar alle, wenn mich nicht alles täuscht. 82. Ryan Robben aus dem Jahr 2011-2012. Marco Reus, 83. Ja, das passt. Marco Reus. Philipp Lahm mit der 85. Da fehlt jetzt aber einer. Ja, hier fehlt einer. Philipp Lahm, 14-15, kommt hier unten hin. Marco Reus, 15-16.
Und 16, 17 natürlich, Leute, Thomas Müller. Habe ich ja sogar als Autogramm gezogen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, kann ich euch das Video unten in der Videobeschreibung verlinken, wo ich Müller 101, 101 mit Autogramm gezogen habe. Original. Das heißt, eine Legenden-Club-100-Karte fehlt mir hier. Und das ist Götze. Götze 13, 14 fehlt mir. So ein Lümmel. Wir machen weiter mit den mit den Torjägerkarten hier. Lewandowski. Mario Gomez. Mario Gomez will nicht rein, doch jetzt ist er hier. Stefan Kießling. Vedat Ibisevic, ja, Torjäger. Dieses Jahr, ich glaube seit 900 Minuten sogar, wenn nicht sogar noch mehr jetzt schon. Torlos der Vedat Ibisevic. Marco Reus ist ja sowieso, ist ja verletzt. Meier ist, glaube ich, auch verletzt. Rafael Gomez ist auch verletzt, ne? Tops hat hier richtig die Torjäger ausgewählt, die alle verletzt sind. Max Kruse spielt wieder Poker und Sandro Wagner. Und jetzt kommen noch drei Routinier-Karten hier. Die 397, das passt. Nämlich als erstes Manuel Neuer. Dann Christian Gentner. Und Gonzalo Castro habt ihr am Anfang schon gesehen, Leute. Und die ganzen Glitzer-Effekte sind sowas von nice. Und das war's jetzt hier mit dem vierten Mappen-Update. Beim nächsten Mappen-Update gibt es noch die letzten Routinier-Karten, die Legenden-Karten und auch die Limis, die ich am Start habe, die Taktik-Karten etc. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Matchtag 17-18 Mappen-Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi!